Wir schauen uns heute eine weitere große Neuerung seit dem Fahrplanwechsel an, und zwar die S-Bahn Hannover, die in Teilen nun nicht mehr von der Deutschen Bahn, sondern von Transdev Hannover mit neuen Flirt 3 XL bedient wird. Wir schauen hier mal kurz auf die Karte. Wir fahren jetzt also von Hannover nach Celle und dann wieder zurück bis nach Lehrte. Und wieder ging es damit los, dass ich wegen einer Verspätung der Deutschen Bahn den Anschluss fast verpasst hätte, genauso wie bei dem letzten Bonusvideo von Go Ahead. Zum Glück hat die S-Bahn dann auch 2 Minuten Verspätung gehabt, beziehungsweise vielleicht auch gewartet. Auf jeden Fall bin ich gerade so noch reingekommen. Und wir schauen uns erstmal den Innenraum an. Hier haben wir die erste Klasse. Gut ausgestattet mit Tischen und Steckdosen für eine S-Bahn, also eine wirklich sehr komfortable Ausstattung. Erinnert zum Beispiel stark an die Linz der BRB, was ganz einfach daran liegt, dass beide zu Transdev gehören und demzufolge auch eine ähnliche Ausstattung haben und auch zum Beispiel dieselben Sitze mit demselben Muster. Sehr schön fand ich, dass es zur Begrüßung ein Schokoherz gab. Das war etwas, was ich bei Go Ahead neulich tatsächlich ein wenig vermisst hatte. Zunächst betreibt Transdev die Linien S3, S6 und S7. Die S3 führt nach Hildesheim und die S6 und die S7 beide nach Celle. Wobei die S6 quasi eine Expresslinie ist, wie ihr es hier sehen könnt, fahren wir an einigen Stationen ohne Halt durch, während die S7 an allen Zwischenstationen auch anhält und zusätzlich noch bis nach Lehrte fährt, dort die Fahrtrichtung wechselt und dann nach Celle fährt, während die S6 den Halt in Lehrte auslässt und somit deutlich schneller zwischen Celle und Hannover unterwegs ist. Zum Einsatz kommen, wie gesagt, Flirt 3 XL. Die sind also ein kleines bisschen länger als die normalen Flirt 3, haben hier auch mehr Türen, 2 im Mittelwagen und 3 in den Endwagen. Sie sind dreiteilig und davon sollen insgesamt 64 Stück zum Einsatz kommen. Außerdem werden noch 13 Züge der Baureihe 425 von der Deutschen Bahn übernommen. Die sollen dann aber auch an den Komfort der Flirts angepasst werden. Und das ist auch schon das Beste an dieser Übernahme, nämlich die neuen Fahrzeuge. Das ist ein massiver Zuwachs an Komfort für die Fahrgäste. Denn wenn man sich so ein bisschen die S-Bahn Hannover anguckt, sind viele der Linien ziemlich lang. Das sind also keine kurzen Linien, die hauptsächlich in der Stadt unterwegs sind, wo dann vielleicht auch extrem häufig Fahrgastwechsel stattfinden, sondern es sind alles ziemlich lange Linien, darunter eine der längsten Linien Deutschlands. Mehr dazu gleich, wir hören uns aber erstmal an, wie das Fahrzeug denn so klingt. Ja, und wenn man eben teils über eine Stunde in so einem Fahrzeug verbringt, weil man eben die S-Bahn nicht nur für den Stadtverkehr in Hannover nutzt, sondern eben auch für regionale Fahrten, denn es gibt hier einige Strecken, die nur von der S-Bahn bedient werden, dann war es natürlich alles andere als komfortabel, dann eine oder mehrere Stunden vielleicht sogar in einer Baureihe 425 mit diesen sehr harten, aufrechten Sitzen und ohne jegliche Ausstattung zu verbringen. Und nun gibt es die typischen Grammar-Sitze, vielleicht nicht die bequemsten Sitze der Welt, aber im Vergleich zur
vorherigen Baureihe 425 ein deutlicher Zugewinn an Komfort. Außerdem gibt es jetzt Steckdosen, Armlehnen, wie gesagt weicher gepolsterte Sitze, die auch eine rückenfreundliche Form haben. Das heißt, nicht mehr einfach gerade und aufrecht sind, sondern eben eine ergonomische Form haben. Also da wirklich ein großer Zuwachs an Komfort. Geht natürlich etwas zu Kosten der Stehfläche, aber da muss man eben auf das jeweilige S-Bahn-Netz schauen. Und hier macht es in meinen Augen auf jeden Fall Sinn, dass man etwas mehr Sitzplätze und auch komfortablere Sitzplätze hat gegenüber mehr Stehplätzen. Denn wer sagt denn eigentlich, dass eine S-Bahn immer unkomfortabel sein muss, damit sie möglichst viele Stehplätze hat? Hier sind vielleicht sogar die Sitzplätze eher angebracht, eben wie gesagt, weil es durchaus ziemlich lange Linien sind. Die Linie S6, mit der ich unterwegs war, führt uns nach Celle und ich möchte mir natürlich auch die Stadt mal angucken. Ich hatte nicht allzu viel erwartet, war aber sehr positiv überrascht. Das ist wirklich eine wunderschöne Stadt. Ihr seht es hier, kleine Häuser, die so ein bisschen an die Hansehäuser von Rostock zum Beispiel erinnern. Das Ganze aber mit dem Fachwerkstil, der so ein bisschen mehr an Mittel- und Süddeutschland oder auch den Harz erinnert. Also wirklich eine sehr interessante Mischung. Und ich war total begeistert von dieser Stadt, hatte das überhaupt nicht erwartet. Auch viele kleine, schöne Geschäfte. Lohnt sich also definitiv mal nach Celle zu fahren. Und das bietet sich eben an, da die S-Bahn zum Beispiel zu nutzen. Es gibt neben diesen ganzen Geschäften in der Innenstadt, die übrigens ungefähr 20 Minuten zu Fuß vom Bahnhof entfernt liegt, aber auch mit Bussen erreicht werden kann, auch noch ein Schloss. Da kommen wir auch noch vorbei auf dem Rückweg zum Bahnhof. Hier seht ihr es schon im Hintergrund. Umgeben von Wasser und einer großen Parkanlage kann man also auch schön spazieren gehen. Ich gehe jetzt nur einmal kurz dran vorbei, um dann wieder zurück zum Bahnhof zu kommen. Und jetzt geht es weiter mit der S7 erstmal wieder zurück über Burgdorf, diesmal dann auch über Lehrte. Dort steige ich dann allerdings schon aus. Dort wird das Video dann enden. Und in einem späteren regulären Video werde ich euch dann auch noch die S3 zeigen. Da ich im Moment sehr viele Videos schon voraufgenommen habe, vorproduziere, da ich im Sommer nicht immer so viele Möglichkeiten habe und man aktuell auch nie weiß, was immer momentan möglich ist und was nicht, wird das noch eine Weile dauern, voraussichtlich so im Bereich von März oder April wird dann noch das Video zur S3 kommen. Also ihr seht aber auch, die Videos für die nächsten Wochen und Monate sind auf jeden Fall schon mal gesichert. Bis März, April habe ich schon Videomaterial, wird also weiterhin mindestens 3 Videos pro Woche geben. Wir schauen jetzt hier nochmal auf der Rückfahrt in den Flirt 3XL rein. Hier die zweite Klasse, der Reihensitz. Auch da Armlehnen, Steckdosen vorhanden, allerdings ein recht enger Sitzabstand. Aber wie gesagt, wir befinden uns in der S-Bahn. Das muss nicht ganz so komfortabel sein und auch nochmal zur Erinnerung, wir ersetzen hier quasi die Baureihe 425 und da ist ein enger Sitzabstand auch vollkommen akzeptabel, wenn man dafür endlich bequeme Sitze bekommt. Hier in der ersten Klasse die Reihe ohne Tische leider, allerdings mit etwas mehr Sitzabstand und einem kleinen Privatfenster. Etwas bequemer sind dann aber doch die Sitze in der Vierersitzgruppe. Wenn es nicht so voll ist, kann man die gerne nutzen. In meinem Fall war ich immer alleine in der ersten Klasse. Das liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass es sich bisher einfach überhaupt nicht gelohnt hat. Mit der Baureihe 425, da ist die erste Klasse ja eigentlich identisch zur zweiten Klasse. Jetzt kriegt man ein bisschen mehr, vielleicht wird sich dann der ein oder andere überlegen, der auf dem Weg zur Arbeit morgens nochmal den Tisch benötigt, um dann am Laptop zum Beispiel ein bisschen was zu arbeiten. Da mag es dann inzwischen durchaus Sinn machen, auch mit der ersten Klasse zu fahren. Früher war das eben ja in der ersten Klasse der Baureihe 425 in ihrem Originalzustand wirklich nicht sinnvoll. Deswegen wird es sicher eine Weile dauern, bis sich die erste Klasse hier jetzt etabliert. Aber inzwischen hat sie eben mit dem großen Tisch durchaus einen Vorteil, wenn man länger mit der S-Bahn fährt und da vielleicht schon ein bisschen arbeiten möchte. Ja, wie lief denn nun der Betriebsstart? Ich war hier am zweiten Betriebstag unterwegs und die Züge waren alle relativ pünktlich. Wir
reden von Verspätungen im Bereich zwischen 2 und 5 Minuten, was jetzt im Betriebsablauf, denke ich, relativ normal ist. Gerade im Bereich Hannover mit viel befahrenen Strecken, auch wie ihr hier seht im Güterverkehr, war das also völlig im Rahmen. Die Züge sind alle unterwegs gewesen, habe nichts von Ausfällen mitbekommen rund um meine Züge. In den Zügen war auch immer Personal mit dabei, waren alle sehr, sehr freundlich. Durchweg, das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Einziges Problem, was es im Moment noch gab, waren die automatischen Ansagen, von denen ich mal fest ausgehe, dass es sie eigentlich geben sollte. Die haben tatsächlich nicht funktioniert. Die Haltestellen wurden tatsächlich noch manuell durchgesagt, aber ich denke, das ist nur ein technisches Problemchen am Anfang gewesen. Ein etwas größeres Problem lag eher an der Deutschen Bahn, denn da gab es wohl technische Probleme, sodass der Halt in Hannover Hauptbahnhof der S3, S6 und S7 im DB-Navigator und auf der Website nicht angezeigt werden konnte und somit auch in der Reiseauskunft die Züge überhaupt nicht angezeigt wurden. Mir wurde auch eine E-Mail geschickt mit einem komplett neuen Fahrtverlauf ohne die S-Bahn Hannover. Also das war wirklich ziemlich merkwürdig. Hoffe, dass sich das dann schnell wieder gibt. Das wird sicherlich einige Fahrgäste verwundert haben. Das scheint aber eben, wie gesagt, ein technischer Fehler oder ein technisches Problem bei der Deutschen Bahn und der Software gewesen zu sein. Das wird sich also auch schnell noch ändern, sodass auch der Halt Hannover Hauptbahnhof wieder richtig angezeigt wird. Hier haben wir gerade noch einen neuen Lind von der ODEC gesehen, der hier auf Probefahrt unterwegs war. Und das war es damit auch schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer würde ich mich über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch eingeteilten Links sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.